Als ein Arzt entdeckte, dass eine verängstigte Katze Tag für Tag etwas Schreckliches ins Krankenhaus gebracht hatte, war er entsetzt. Ein einsamer alter Mann hatte alle um ihn herum belogen und dabei etwas geschmuggelt, das das Leben aller in Gefahr brachte. Edward, den das Krankenhauspersonal Eddie nannte, war ein netter und höflicher Bewohner einer ruhigen Klinik. Im Gegensatz zu vielen anderen alternden Patienten war Eddies Verstand noch scharf. Seine Lieblingsbeschäftigung war es, Schach zu spielen. Jeden Morgen baute er ein kleines Holzspiel in der Lobby auf. Es war so alt, dass einige Figuren kaum noch zu unterscheiden waren, aber Eddie erkannte sie allein durch Berührung. Er hatte sie von seinem entfremdeten Sohn geschenkt bekommen und über 20 Jahre damit verbracht, sie zu benutzen. Eddie hatte andere Patienten, Krankenschwestern und Besucher herausgefordert, jeden, der mitspielen wollte. Aber er war so geschickt, dass niemand mehr als ein Spiel durchhielt. Abgesehen vom Schach war er ein Mann, der selten sprach. Er befolgte freudig Befehle und hörte auf seine Ärzte. Aber hinter seinem freundlichen Auftreten verbarg Eddie ein dunkles Geheimnis. Und er nutzte seinen Charme langsam aus, um das ganze Altenheim zu manipulieren. Das Personal erlaubte Eddie eine Ausnahme, die nur selten einem Patienten gewährt wurde. Jeden Tag wurde er von einem Besucher willkommen geheißen. Nachmittags, als er gerade sein Schachspiel zusammenpackte, erschien eine Katze, wie ein Uhrwerk, gerade als die Sonne unterging. Es war eine kleine orangefarbene Katze mit kurzen Haaren und einem langen, lockigen Schwanz. Sie gehörte offiziell zu einer anderen Abteilung des Krankenhauses, wo sie als Therapietier eingesetzt wurde, aber Eddie hatte sie quasi adoptiert, nachdem er so viel Zeit mit ihr verbracht hatte. Ihr Name war Kippi und aus irgendeinem Grund hatte sie sich in Eddie verguckt. Und selbst wenn die Türen verschlossen waren, fand Kippi immer einen Weg, Eddie am Ende des Tages zu besuchen. Das Seltsame war, dass Kippi mit der Zeit immer ängstlicher geworden war. Eddie schien das nicht zu bemerken oder zu stören, aber die Krankenschwestern berichteten, dass der Kater immer ungeselliger und ängstlicher wurde und manchmal sogar davonlief, wenn man ihn streichelte. Die einzige Person, die er in seine Nähe ließ, war Eddie. Also beschlossen sie, dass es das Beste sei, wenn die beiden ihre Beziehung fortsetzen könnten. Doch schon nach wenigen Tagen kam eine dunkle Wahrheit ans Licht, die eine traurige Erklärung für das merkwürdige Verhalten des Katers lieferte. Einer von Eddies Ärzten nahm es auf sich, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Der Arzt machte sich eines Tages auf den Weg, um Kippi zu folgen, in der Hoffnung, neue Informationen zu finden, die Aufschluss darüber geben könnten, warum diese einst so großartige Therapiekatze nun selbst eine Therapie brauchte. Nachdem Kippi zu seinem täglichen Besuch vorbeigekommen war, folgte der Arzt dem Kater vorsichtig und achtete darauf, mindestens 10 Schritte hinter ihm zu bleiben. Für beide war es nicht schwer, durch das Krankenhaus zu schleichen, denn sie kannten sich in den Zimmern und Gängen des Gebäudes gut aus. Inmitten des geschäftigen Treibens eines Heimes hatte Kippi nicht damit gerechnet, einen Schatten zu haben. Er schlenderte gemächlich durch die Intensivstation, bevor er plötzlich durch ein Fenster hinaussprang. Der Arzt rannte durch den Korridor und durch den Hauptausgang auf die Straße hinaus. Als er sich hektisch umschaute, sah er gerade noch rechtzeitig, wie Kippis buschiger Schwanz in einer Gasse verschwand. Mit erhobenem Arm hielt er den Verkehr auf und sprintete über die Straße bis zum Rand der Gasse, wo er um die Ecke spähte. So etwas hatte er noch nie gemacht und sein Herz klopfte wie wild. Kippi stand am Rande der Gasse und ein vermummter Mann hockte neben ihm. Das Ungewöhnliche daran war, dass Kippi sein Halsband fehlte, was der Arzt sofort bemerkte. Der geheimnisvolle Mann griff in seine Tasche, zog das Halsband der Katze heraus und legte es Kippi wieder um den Hals. Der Arzt kam nur ein paar Schritte weit, bevor die Gestalt aufblickte, ihn bemerkte und in vollem Tempo davonlief. Auch Kippi erschrak und verschwand durch einen benachbarten Zaun in einem Vorstadtgrundstück. Es war sinnlos, ihn zu verfolgen. Die kleine orangefarbene Katze war in Sekundenschnelle verschwunden. Der Arzt stand nun mit mehr Fragen da als zuvor, doch in den nächsten Tagen erhärtete sich sein Verdacht gegen den Mann noch mehr, vor allem, weil Kippi nirgends zu sehen war. Eddie, der als der ruhige und zurückhaltende Patient bekannt war, wurde unruhig, als die Katze am Nachmittag nicht kam. Das Pflegepersonal musste ihn davon abhalten, nach draußen zu gehen. Er dachte, dass der Katze etwas Schreckliches zugestoßen sein könnte. Am nächsten Tag kam jedoch ein neuer Besucher. Es war niemand, den er kannte, aber er bat um ein Treffen mit Eddie und behauptete, sein lang vermisster Sohn zu sein. Es wäre ein herzliches Wiedersehen gewesen, aber irgendetwas stimmte nicht. Er konnte keinen Augenkontakt halten, wirkte immer nervös und setzte sich nur für eine kurze Schachpartie zu Eddie, bevor er abrupt ging. Soweit das Pflegepersonal gesehen hatte, hatten sich die beiden nie umarmt oder ausführlich miteinander gesprochen. Der Arzt fragte sich, ob es sich um denselben Mann aus der Gasse handelte, konnte sich aber nicht sicher sein.
Um es zu testen, sprach er den Mann an, während er dem alten Eddie ein Glas Wasser holte und erkundigte sich nach seiner Beziehung zu ihm und wie lange sie sich schon nicht mehr gesehen hatten. Als er nur kurze Ein-Wort-Antworten erhielt, war klar, dass der Mann etwas zu verbergen hatte. Schließlich beschloss der Arzt, direkt zur Quelle zu gehen, um mit Eddie zu sprechen. Am einfachsten wäre es, wenn er sich zu einer Partie Schach setzen würde. Das war die Zeit, in der Eddie am gesprächigsten war. Der Arzt hielt sich selbst für einen starken Schachspieler, also wusste er, dass er eine Chance hatte. Als der verdächtige Mann ging, blieb Eddie ruhig in der Ecke sitzen. Sein Schachspiel war wie immer aufgebaut, die Figuren waren unberührt. Als der Arzt sich auf dem Platz ihm gegenüber niederließ, war der alte Mann überrascht. Er sah ein wenig ängstlich aus, aber eine Herausforderung konnte er nicht ablehnen. Also ordnete er die Figuren auf dem Brett neu und begrüßte den Arzt. Die beiden schüttelten sich die Hände und begannen das Spiel. Es war ein intensives Hin und Her und die beiden waren fast perfekt aufeinander eingespielt. Gerade als Eddie dachte, er würde einen vielversprechenden Angriff aufbauen, tappte er in eine Falle, die der Doktor gestellt hatte. Bald gab es keinen Ausweg mehr. Eddies Nervosität schlug in Wut um. Das war das erste Mal seit Jahrzehnten, dass er in einer aussichtslosen Position war. Doch so sehr er sich auch bemühte, es gab keinen Ausweg. Frustriert akzeptierte Eddie seine Niederlage und warf eine der Figuren um. Und als der Arzt sie vom Boden aufheben wollte, entdeckte er etwas Schreckliches. Im Inneren des Schachkastens befand sich Kippis Halsband. Bei näherer Betrachtung hing eine kleine Tasche lose vom Anhänger herab. Aber das war noch nicht alles. Es war mit einer Art weißem Pulver gefüllt. Der Arzt hob es neugierig auf und sah Eddie in die Augen, dessen Gesicht sich rötlich färbte. Beide erkannten, worum es sich handelte, und in diesem Moment war das Spiel vorbei. Die Teile des Puzzles fügten sich zusammen und der Arzt erkannte, was vor sich ging. Kippi wurde als Träger benutzt, um etwas ins Krankenhaus zu schmuggeln. Und als er in der Gasse verscheucht wurde, war der verdächtige Mann gezwungen, selbst zu kommen, um die Ware abzuliefern. Deshalb schienen sich die beiden überhaupt nicht zu kennen. Nach einigen intensiven Verhören gestand Eddie schließlich. Er war süchtig und sein Lieferant hatte ihm seit Jahren illegale Substanzen geliefert. Der Arzt und das gesamte Personal waren fassungslos. Das war nicht der Eddie, den sie kennen und lieben gelernt hatten. Er hatte ein schreckliches Geheimnis, das nur wenige um ihn herum kannten. Nach der Enthüllung benachrichtigte der Arzt die Polizei, die den Lieferanten bereits am nächsten Tag festnehmen konnte. Eddie wurde in ein Genesungsprogramm eingewiesen und was noch besser war, Kippi kam zurück ins Krankenhaus und öffnete sich langsam wieder. Die Partie gegen den Arzt war vielleicht eine der schlimmsten Niederlagen in Eddies Schachkarriere, aber sie hatte sein Leben zum Besseren verändert. Schließlich erreichte die Nachricht Eddies echten entfremdeten Sohn, der sich bereit erklärte, ins Krankenhaus zu kommen, um ihn wiederzusehen. Da erfuhr das Krankenhauspersonal, dass der Grund dafür, dass er seinen Vater seit so vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte, seine Drogensucht war. Er konnte sich nicht damit abfinden, auch wenn das bedeutete, die letzten Jahre seines Lebens zu verpassen. Als der Arzt versprach, seinem Vater bei der Genesung zu helfen, stimmte der Sohn zu, ihn wieder zu besuchen und natürlich, um eine Partie Schach zu spielen. Es war das erste Mal, dass Eddie die Nüchternheit ernst nahm und die Aussicht, seinen Sohn wieder in seinem Leben zu haben, half ihm durch die schweren Zeiten. Was für eine unerwartete Wendung. Wie hättest du an der Stelle des Arztes reagiert? Hättest du es riskiert, der Katze zu folgen? Erzähl es uns in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.